Hallo, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen hier in meinem verrotzten Chaos zu einer neuen Folge von Cyberpunk. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt nach der zugegebenermaßen sehr, sehr chaotischen letzten Folge. Hoffe ich ja, dass es heute nicht ganz so chaotisch wird. Ich weiß noch nicht, was wir tun werden. Wir werden jetzt als allererstes hier nochmal einen Punkt ausgeben. Frage für was? Techie, guck mal, wir könnten die Techie, bei den Techie-Fähigkeiten könnten wir noch ein bisschen was aufbessern. Was ist denn das bis zum Anschlag? Ja, Tech-Waffen haben wir ja eigentlich. Smart-Waffen. Verringert durch Explosionen erlittenen Schaden. Das finde ich gut. Was Passives, das könnten wir nochmal angehen. Okay, und dann lass uns gleich mal im Journal gucken, was wir jetzt tun werden. Ich glaube, so richtig spannende Sachen haben wir jetzt so erstmal, weiß ich gar nicht. Also wir haben das letzte Mal sehr viel Geld ausgegeben, weil wir neue Tech in den Beinen jetzt haben und höher springen können. Und dieses Beat on the Bread machen wir dann, wenn wir einfach bessere Tech in den Armen haben. Will ich jetzt nicht auch noch investieren. Aber ich sehe gerade, wir haben gar nicht mehr so viel noch zu tun. Wir nähern uns langsam wirklich dieser fantastischen Hauptmission. Auftrag, Amateurdiebe, Kleptomanie, Datenbank. Was machen wir denn jetzt? Irgendwas, was cool ist vielleicht. Wo es weh tut. Oh, nicht schon wieder Tiger Claws. Was denn Wakakos Liebling? 65 Jahre regelmäßiger Mitarbeiter. Okay. Ernsthafte Nebenwirkung. Taube mit Ölzweig. Sonderlieferung. Geschenk? Was ist denn das? Taube mit Ölzweig. Triff Sergei am vereinbarten Ort. Wer ist denn Sergei? Sonderlieferung. Ziel mit Sergei Karasinski treffen und sein Geschenk an die vereinbarte Adresse liefern. Ort Garage. Oh, das hört sich an nach Autotransportieren vielleicht. Sergei Karasinski hat angerufen. Er ist ein Solo, der handelt, ehe er nachdenkt. Wie mein Mann. Das ist eine Eigenschaft, die einem früher oder später immer dasselbe Ergebnis einhandelt. Ärger. Zu unserem Glück handelt Sergei nicht nur unüberlegt, sondern schiebt auch eine Mordspanik. Deshalb bezahlt er gut und das Geld fliegt quasi von seinem Konto auf unsere. Sergei wartet an der Silk Road auf dich. Triff ihn dort und hol das kleine Friedensangebot ab, das er an die Tiger Claws geliefert haben will. Er selbst kann es nicht abgeben, da er sich einen Ehrenplatz auf ihrer schwarzen Liste eingehandelt hat. Der Gute glaubt, dass das Geschenk den Tigers zur Einsicht verhelfen wird, damit sie ihm seinen schrecklichen Fehler verzeihen. Ich habe heute leider dezente Atemprobleme beim Lesen, es tut mir sehr, sehr leid. Es möge an der Erkältung liegen, würde ich mal so jetzt mutmaßen, dass die Atmung einfach so ein bisschen flacher jetzt am Start ist. Gut, dann treffen wir uns jetzt mit Sergei, wer auch immer Sergei ist. Laufen wir das jetzt? Beim Laufen kriegen wir ja auch immer noch mal Missionen. Machen wir. Ui, guck mal, ist geil, wie krass wir jetzt springen können. Ich lieb's. Oh, warte mal, wir wollten noch eigentlich Scheißdreck verkaufen, den wir so haben. Warte mal, lass mal ein bisschen Schissel verkaufen. Hier, Junk, oder? Abstraktes Gemälde, alte Dose, Aschenbecher. Beschädigte Kleidung, blutige Messer, Desinfektionsmittel, Feuerzeug. Filterkaffeemaschine. Was haben wir da alles eingesammelt für Dreck? Mann, Mann, Mann. Goldketten bringen also in 2077 nichts mehr, ne? Haarwachs. Hygienebeutel. Kabel. Siehst du, wenn die Kabelkette mehr Geld einbringt als irgendwelche anderen Krams, dann solltest du dir Gedanken machen. Kaugummi. Kerzen, Kondome, Kristalldekanter, Lederarmband. Moment, das ist kein echtes Leder, oder? Ja, gibt ja keine Tiere mehr. Keine Tiere, kein Leder. Siegelring, Plastikperlen. Rubbellos! Weg damit, Schallplatte. Könnte ich mal zwei verkaufen. So, hier könnte ich auch zwei verkaufen. Dieses tamponartige Teil wollte ich ja behalten. Siegelring mit Initialien. Visitenkarte? Weg damit. Ah, habe ich einen. Oh, so kommt das Geld wieder rein, Freunde. Den Würfel behalte ich. Ying und Yang. Woran erinnert uns das? Woran erinnert uns das, Freunde? Abgemaged. Ich sag's nur. Abgemaged. Lasst uns in den Rucksack gucken und all das Zeugs wegpacken.
Was wollten wir behalten? Die. Dim, 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 dim. Ich muss halt aufpassen, dass ich nicht irgendwelchen anderen Krams wegpacke. So, und ich glaube, wir haben, fällt mir gerade noch ein. Hier haben wir ja auch irgendwie so alles Zeugs. Weil wir halt auch echt so viel olle Klamotten irgendwie. Nur mal zur Sicherheit einmal checken, dass wir hier nichts ausgezogen haben. Ist es ja auch schon vorgekommen, dass wir hier einfach Zeugs ausgezogen haben, ne? Also, wir müssen trotzdem noch Zeugs irgendwann mal loswerden. Aus unserer Tasche. Ins Warenlager bei uns zu Hause. Ist ja auch ein geiles Schild. Können wir aber nicht rein, oder? Von der Musik her hört sich schon wieder so total nach irgendeiner Mission an. 22:05 Uhr. Wir erleben Night City irgendwie gefühlt heute nur bei Nacht. Hui! Ich lieb's. Hui! Wir müssen jetzt hier runter, ne? Will ich auf den Markt? Ja, irgendwie ja nicht. Aber ich muss darüber, ne? Kann ich irgendwo auf dem Dach raufspringen? Mich irgendwie ganz elegant runterhangeln? Sah jetzt nicht so aus, ne? Boah, Freunde, ich habe Angst. Ich da drauf landen? Sag mal nicht. Sie kann's langsam. Sie kann's. Aber dann geben wir doch unseren Standort sofort preis, ne? Aber wir können auch nirgendwo hier in eine Tür reinlaufen, ne? Wo genau muss ich denn langlaufen? Ich muss hier vorbei, ne? Ja, gut. So sah es nicht aus. Wow. Krass, was war denn das für eine Aktion? Wie sind Sie hier jetzt langgeschlittert? Wie habe ich das gemacht? Wie habe ich das gemacht? Okay, geil. Kann ich das nochmal machen? Fetzt? Ich kann neue Sachen. Geil. Okay, ja, das musste ich jetzt ein paar Mal ausprobieren. Sieht wahrscheinlich auch beschränkt aus, wenn du so eine hast, die auf der Straße einfach irgendwie so lang glitscht. Denkt man sich auch, oh mein Gott, wer ist die abgemaged? Crazy Girl. Kann ich eigentlich auch durchschlittern? Wahrscheinlich. Also, 1 Kilometer noch zu laufen, das kriegen wir doch hin. Und keiner fragt sich, warum kann die so krass springen? Und. Ich lieb's, ich lieb's. Hui, einfach über die Leute drüber weg. Jetzt bin ich Superwoman. Verhalte dich unauffällig, sagten sie. Okay, jetzt muss ich hier lang, da lang. Gut, gut. Schieben wir es einfach hier auf den prickelnden Kaktus in mir. Diesen Satz darf ich so auch nicht sagen, ne? Yin und Yang. Hält er diese Ecke immer, ne? Mann. Hier war ich doch auch schon ein paar Mal. Ist jetzt rüber? Ah, ich muss jetzt da oben lang. Laufe ich das echt? Das ist doch eigentlich ein Weg zum Fahren. Na gut, ich habe gesagt, wir laufen's, weil ich jetzt einfach mal ein bisschen laufen wollte. Man muss Night City auch mal genießen. Außerdem, ich sag's ja immer wieder, es verbessert uns die Ausdauer. Sie kann ruhig mal ein bisschen rennen mit ihren neuen Beinen. Und das feier ich richtig.
Du hörst richtig, wie die Tech arbeitet, ne? Also, Sergei. Das hört sich ja wirklich irgendwie nach einem Auto an. Vielleicht ist es ja auch ein Motorrad oder irgendwas. Was, also Friedensangebot an die Tiger Claws. Was könnte das sein? Motorrad vielleicht. Weil wir haben ja bis jetzt irgendwie sehr viele Autos schon hin und her transportiert. Er hat jetzt auch keine Zeit gesagt, wann er uns treffen will, ne? Ja, ja, alles gut, Lady. Ich bin ungefährlich. Ich sehe zwar nicht so aus, aber beachten Sie mich einfach nicht. Regnet draußen, ne? Scheiße. Was ist das für eine Tür? Nichts los hier. Sehr ruhig in Night City. Wir haben gut aufgeräumt. Finde ich. Entschuldigung. Unten? Ja, sieht's aus, ne? Entschuldigung. Geht doch alle weg. Unten oder oben? Oben. Ich muss schon wieder niesen. Naja, Erkältung ist einfach furchtbar, ne? Ich hasse das. Du rotzt gefühlt aus jeder Pore und hast trotzdem keine Stimme. Und wenn, dann hört sie sich an irgendwie als, keine Ahnung. Scheiß Viren. Okay. Bist du Sergei? Bist du Sergei? Nett, dass du fragst. In letzter Zeit kommt's mir vor, als hätte ich ein Neonschild über dem Kopf. Sergei hat die Claws geärgert. Ich habe ein kleines Geschenk für die Tigers in der Garage. Wie hast du die Tiger Claws verärgert? Ah, das war nur ein kleines Missverständnis. Klar. Da war dieser Typ. Sah normal aus. Bart, braune Schuhe, nichts Besonderes. Hatte auch einen kleinen Hund. Gosbody, welcher Killer läuft mit dem Schöter? War das Missverständnis, dass du ihn umgebracht hast? Schlimmer, viel schlimmer. Bah, hab schon zu viel gesagt. Für einen deiner Lage bist du aber ziemlich ruhig. Naja, ich bin auf der Zielgeraden, weißt du? Eine Base entfernt von der Freiheit. Und du glaubst, die Tiger Claws nehmen dein Geschenk an? Ich weiß es. Wir Russen haben einen feinen Spiersinn für solche Dinge. Du bist nur die Botin. Die Botin. Also gut, gib mir die Koordinaten. Klar, Moment. Ich öffne die Tür zur Garage. Öffnet auch von innen, zur Sicherheit. Der Wagen ist das Geschenk? Hier ist nicht einfach nur ein Wagen, aber grob gesagt, ja. Fahr ihn einfach dorthin und die erledige den Rest. Und vermassel das nicht! Ich verlasse mich auf dich! Sergei sah irgendwie seltsam aus, sag mal nicht, oder? Und dann war er weg. Okay. Ach, die Karre, die sieht aus wie von den Valentinos. Wer bist denn du? Da sitzt ein Typ drin. Ist das das eigentliche Geschenk? Ich bin verwirrt. Vielleicht hat er ihn, also vielleicht so trojanisches Pferd mäßig. Vielleicht will er da einfach nur einen einschleusen. Das kann ja auch sein. Ich weiß noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Universalschlüssel, auch immer gut. Da können wir nicht rein. Wir gucken natürlich erstmal, was wir alles einsammeln können. Hallo? Ich kann hochspringen. Verarsch mich nicht. Hier war doch noch was. Genau, das habe ich doch von Eingang schon gesehen. Jogginghose. Ich liebe Jogginghose. Mietvertrag, Garage. Der Mietvertrag beinhaltet keinerlei Versicherungsleistung für den Verlust oder Diebstahl wertvoller Gegenstände, die in der Garage aufbewahrt werden. Der Vertrag kann jederzeit fristlos gekündigt werden, falls der Mieter die Nutzungsvereinbarung missachtet. Unterschrift des Vermieters Bree Colvin. Unterschrift des Mieters Sergei Karasinski. Also es ist tatsächlich seine
Seine Garage. Oh, Kofferraum öffnen? Da stand Kofferraum öffnen. Das werden wir gleich mal gucken. Oh, du bist nicht er. Gott sei Dank. Schnell, lass mich raus, bevor Wer er kommt. Wer bist du? Für ein Geschenk. Voll. Wie bitte? Du sollst mein Geschenk sein. Eine Überraschung von einem gewissen Sergej. Was erzählst du denn da? Du weißt schon, wie so ein Riesenkuchen. Nur sehe ich keinen. Nur eine Menge Jetzt will ich Kuchen. Hä? Wer bist du? Alex Pushkin, Senior Assistant für Qualitätssicherung bei Biotechnica. Wieso legt sich ein Konzern QA-Typ mit den Tiger Claws an? Du arbeitest für die Tiger Claws? Hab denen gesagt, ich lehne ihr Angebot ab. Ist kompliziert. Komm raus, ehe ich meine Meinung ändere. Ich weiß nicht, was hier los ist. Aber danke, du wirst es nicht. Eigentlich lasse ich keine Konzerne raus, ne? Aber du siehst ja jetzt ganz geschniegelt du aus. Du hast den Job von Wakako, oder? Ich bezahle sie. Sie verliert keinen Eddie und du auch nicht. Okay. Aber renn doch nicht wieder ins Auto rein. Ich hätte nicht gedacht, dass ausgerechnet du dich von dem Konzerne im Kofferraum kaufen lässt. Du bist voller Überraschung. Aber ich nehme das Auto trotzdem, ne? Aber wer am meisten zahlt, bekommt, was er will. Damit meine ich nicht Sergej. Nein, er wurde leider von jemandem überboten. Was jetzt wohl aus ihm werden soll? Quid pro quo, wie? Quid pro quo. Auftrag erledigt. Ich bin verwirrt. War das der Typ, der hier drauf gesessen hat? Der im Kofferraum war? Also, man hätte diese Mission vermutlich auch anders lösen können. Ich weiß, normalerweise machen wir ja keine Jobs für Konzerne. Aber ich habe halt nun mal den Kofferraum geöffnet. Und mein Arbeitsprinzip ist eigentlich eher weniger so der Hass auf die Konzerne, sondern ich arbeite danach, wer mir am meisten zahlt. So, da bin ich, muss ich euch sagen, ganz leidenschaftslos. Vielleicht kriegen wir ja dadurch ja Stress mit Sergej. Ich weiß es nicht. Ihr könnt mich ja sehr, sehr gerne, wenn ihr diese Mission auch irgendwie wisst, wie sie ausgeht oder schon gemacht habt, wissen lassen, wie das bei den Tigers abgelaufen wäre. Das würde mich tatsächlich interessieren. Tja, okay, gut. Was ist das denn? Ich verkaufe diese feinen Lederjacken. Was machen wir denn jetzt? Also, wir müssen mal ein bisschen die Aufträge abarbeiten. Um hoffentlich das Geld noch zusammenzukriegen. Ich wollte eigentlich das Auto, bevor wir die Hauptmission machen. Müssen wir mal gucken, ob wir das schaffen. Also, ich fühle zumindest, dass wir uns der Hauptmission nähern. Auftrag. Ich verkaufe diese feinen Lederjacken. Begib dich zum Gebäude von Revier Courier Services. Kleptomanie. Ziel, Revier Courier Services, Alter, was ist das denn für eine Wortkombi? Lieferwagen klauen, also schon wieder eine Automission. Ort, Revier Courier Services, Lagerhalle Martin Street, Details. Das wird kein normaler Auftrag. Du sollst zum Revier Courier Service Gebäude in Northside gehen und einen Minibus voller Lederjacken klauen. Ich weiß, so habe ich auch geguckt, aber der Job ist ein Kinderspiel. Irgendjemand schmuggelt Kampfjacken aus Sündleder nach NC, um das Konzernembargo zu umgehen. Das Leder wird in Form von Jacken importiert, die dann an Underground-Ripper gehen, die sie für Implantate benutzen, die wiederum zu guten Preisen verkauft werden. Nettes System, oder? Mein Kunde hat die Lieferung aufgespürt, aber kann sich nicht persönlich darum kümmern. Deshalb bist du gefragt. Denk nur dran, dass die RCS-Autos nicht anspringen, bis die Identität des Fahrers bestätigt wurde. Oh, und hab ich erwähnt, dass die RCS-Lagerhalle von den Tiger Claws kontrolliert wird? Nein? Naja, jetzt weißt du's. Die benutzen den Laden zur Geldwäsche, also wunder dich nicht, dass die sich da rumtreiben. Sei vorsichtig und viel Glück. Gut, das machen wir. Wir können auch mal gucken, ob wir vielleicht noch irgendwie ein paar anrufen können oder sowas. Guck mal, Dino hat eine Nachricht geschrieben. Wir können jetzt mal gucken, was wir hier noch offen haben. Mangelnde Empathie. Auch gut. Also, wir haben noch ein paar Aufträge, aber wir machen jetzt erstmal das und dann gucken wir einfach mal so ein bisschen durch, was wir noch am Start haben. Wer hupt und warum?
1,6 Kilometer, boah, das fahre ich jetzt aber. Mag ich das Auto? Nee, irgendwie nicht. Ich möchte mal wieder ein geiles Auto unterm Arsch haben. Komm, lass mal jetzt auf dem Weg ein geiles Auto suchen. Damit ich wieder weiß, wofür wir so viel Geld sammeln wollen. Müssen wir gucken, ob wir jetzt an die richtig guten Stellen, also ob wir da vorbeikommen. Oh, ich muss niesen. Ah, gleich ist vorbei. Ich sag's nur, morgen wird der Tag, da werde ich richtig rumrotzen. Der Lust. Was? Der Lust. Mittwochs, 10 Uhr. Ist auch geil, wenn man die Werbung in einem Spiel mitsprechen kann. Dann sollst du dir Gedanken machen. Dann ist echt vorbei. So, sehe ich hier coole Autos? Nee, alles nur Scheißautos. Die will ich alle nicht haben. Wir müssen rüber. Wir müssen hoch. Nee, wo müssen wir hin? Da rüber. Rüber. Suche ein schönes Auto. Aber diese, guck mal, was hier alles lang fährt. Das will doch kein Mensch fahren. Ich sag nur... Also, Jacken. So Kleindelikte. Die braucht echt Geld. Wenn sie so einen Schissel macht. Aber ich habe ja gesagt, wir wollen halt einige Nebenmissionen noch machen. Weil ich so ein bisschen Schiss habe, dass wir die sonst irgendwann nicht mehr machen können. Aber es gehört ja dazu. Ich bin sehr gespannt, ob und wann irgendwie nochmal ein DLC rauskommt. Oh, ich bin falsch gelaufen. Zack. Keine schönen Autos, aber wir sind hier auch nicht in der guten Gegend für schöne Autos. Nichts Akzeptables dabei, wo ich sage, ja, dafür mache ich mir die Finger schmutzig. Müssen wir jetzt hier lang? Ah, guck mal, hier lang müssen wir. Ist blöd, eigentlich wollte ich den ganzen Weg jetzt nicht laufen. Aber gut. Padre hat uns ja auch eingeladen zu sich, glaube ich, ne? Sollten wir auch mal machen. Alter, Autobahn und sie ist die Einzige, die hier lang spaziert bei Regenwetter. Kannst du so machen, musst du aber nicht. Nachts um genau 0 Uhr. Oh, aber die Aussicht. Guck mal, lass uns doch einmal hier jetzt Night City bei Nacht nochmal angucken. Ist geil, ist einfach geil. So die Mischung aus irgendwie Tokio bei Nacht und New York und San Francisco. Irgendwie so gefühlt alles. Aber ich bin wach. Also hier, Kaktus macht mich wach. Rüber! Boah, die Ecke mag ich überhaupt nicht, ne? Die ist so zugesifft. Alter! Uah. Das gibt's nicht! Siehst du das da? Dieses Ding! Da drüben! Dieses Ding! Bearbeitet. Wen haben wir denn da vor uns? Zwei Söldner? Und wer ist der andere Typ? Afterlife-Söldner? Okay. Tja. Wir laufen einfach vorbei.
Warte mal, lass uns mal hier rüberlaufen. 600 Meter. Ja, bin ich. Sorry. Und um die Ecke rum. Aus den Augen, aus dem Sinn. Heißt das übersetzt. Sind wir jetzt doch den ganzen Weg gelaufen, ne? Haben wir was Spannendes gesehen? Nö. Bräuch's? Nö. Nicht unbedingt. Also irgendwo hier soll ein Lieferwagen rumstehen. Wir werden auf jeden Fall vorneweg nochmal speichern. Weil bei den Claws, ja, die sind auch so ein bisschen Cyberware-technisch unterwegs. Haben wir auch immer mal so ein paar Glitches irgendwie mit bei. Will ich nichts riskieren. Hier steht auch wide open. Was ist das für ein rotes Licht? Brennt's da? Was ist das? Es ist einfach nur ein Licht. Psycho Malström. Okay. Aber hier ist es nicht eigentlich Tiger Claws? Wobei das hier sieht ja so nach Malström aus. Und auch da hinten, ne? Die Leute. Ich liebe diesen Rucksack. Northside. Sieht so ein bisschen nach Industriegebiet aus, ne? Okay, mit Gauner. Hey, hey! Siehst du mich? Siehst du mich? Übelst aggressiv, die Lady. Pass auf, wir fangen jetzt schon mal an, hier zu speichern. Siehst du mich? Ich kann dich sehen. Theoretisch können wir doch jetzt hier hochspringen, oder? Ja, so die Überkraft. In den Containern könnte tatsächlich auch noch was drin stecken, was wir vielleicht gebrauchen können. Zum Beispiel in dem hier. Freund oder Feind? Sagst du was? Machst du was? Ich will keinen Ärger, okay? Ja, alles gut. Schrei doch nicht so rum, Mann. Ich will nicht gleich verraten, ey. Ich will auch keinen Ärger. Und schwupps, lande ich im Ärger drin. Ich habe beide Beine noch nicht unter Kontrolle. Ah, warte, warte, warte. Ich glaube, wir sind gleich da. 100 Meter noch. Können wir irgendwo hinten rein? Hier zum Beispiel? Hier waren wir doch schon mal. Ich würde eigentlich jetzt mal probieren. Wie mein Hinterhof? Kameras. Ja.
So, ich glaube, wir regeln das einfach so erstmal. Ist der auch weg? Ja, er ist weg. Also. Wir haben ja jetzt ein paar Kameras, das können wir ja auch dezent nutzen. Wenn wir uns so ein bisschen Sam Fisher-mäßig hier jetzt mal einfach umgucken. Und einfach schon mal die Leute ausschalten. Ist da ja nichts dagegen zu sagen. Wir haben die Fähigkeiten ja jetzt nicht umsonst. Oh Mann. Ich hasse Erkältung. Ich hasse Erkältung einfach über alles, ne? Ah ja, das ist jetzt die. Der Typ müsste jetzt hier unten drunter irgendwo liegen. Versuche mich jetzt schon wieder zu orten. Ich lieb's. Hier sind zwei. Da könnte ich vielleicht... Und... Da haben wir noch eine. Also hier haben wir jetzt ein paar. Ich werde mal kurz warten, bis sich das wieder auflädt. Müssen wir noch etwas warten. So, siehst du, der ist nämlich auch noch nicht ganz weg. Wenn wir hier jetzt einen Kurzschluss machen. Ich habe das Gefühl, dass ich gleich Besuch bekomme an der Stelle, wo ich stehe. Ich glaube, da kommt gleich einer. Ich glaube, wir kriegen gleich Besuch, Freunde. Aber wir haben ja jetzt ganz gut schon aufgeräumt, bevor wir überhaupt in das Gebiet reingelaufen sind. Pass auf. Der hier? Yes. Komm zurück. Kommt er nochmal wieder? Patrouilliert er? Ich glaube, er kommt wieder. Ich glaube, den kriegen wir gleich. Oder? Ist er jetzt reingelaufen? Mann. Also, jetzt müssen wir gucken, natürlich, die Kameras sind natürlich jetzt auch aktiv. Warte mal, wir hatten auch hier jetzt eine Kamera. Diese hier. Ich übernehme nochmal die Steuerung. Hier war doch einer direkt am Anfang. Ich weiß, wir können auch ganz mal reinlaufen. Gegner in Alarmbereitschaft. Na, so viele sind es ja jetzt auch nicht mehr, die noch übrig sind. Viel spannender fand ich jetzt... Oh, kenne ich den Raum schon? Da, siehst du, da ist noch einer. Ich weiß, irgendwas hieß mit Identität des Fahrers oder sowas. Deswegen weiß ich halt nicht, wie klug das ist, wenn wir jetzt alle vorneweg... Ah, das ist der da hinten gewesen. Wenn wir jetzt alle umnieten... Aber ich denke mal, ein paar wird das Spiel ja auch noch parat für uns haben. Da ist noch einer. Komm, einer noch. So, Freunde. Ach, der war's. Okay, alles klar. So, wir müssen jetzt ein bisschen auf die Kameras mit aufpassen. Das da oben. Dass wir die jetzt natürlich auch entsprechend ausschalten. Und ich habe immer Angst, dass die dann wieder aktiv werden. Zack. Ah, warte mal, da ist noch einer. Und hier ist auf jeden Fall noch eine Kamera. Er sieht ja auch geil aus. Krasse Maske. Das war die, die wir draußen gesehen haben.
Gut, Freunde. Die Beleuchtung mag ich von der Karre. Ich weiß, wir haben das Areal ja jetzt so ein bisschen schon uns angeguckt. Ich werde trotzdem noch mal ein bisschen rumgucken, was es hier zu holen gibt. Stand er ja wirklich mit Baseballschläger? Süß. Irgendwie ja süß. Oh, wir könnten, wenn wir hier jetzt in der Mission sind, vielleicht mal wieder mit ihm hier ein bisschen Spaß haben. Unbekannt. Unbekannt. Haben wir nämlich schon lange nicht mehr gemacht. Hätte ich Bock drauf. Aber wo laufen wir jetzt rein? Laufen wir hier jetzt rein? Ist hier eine Kamera? Ist die im Zimmer oder ist die in einem anderen? Ich glaube, die ist in einem anderen Zimmer. Dann gucken wir uns erstmal ganz normal um. Benachrichtigung zu Euro-Dollar. Nee, zu Vertragsende. Vertragsende Einheit 27680743. Zusätzliche Leistung Elektrizität. Nett Hochgeschwindigkeitsverbindung. Spezifikation der Einheit Gefrierschrank. Groß. Verriegelt. Mit Anweisung nicht öffnen. Na, was da wohl drin ist? Der 50-Jahres-Vertrag ist am 2.4.2075 abgelaufen. Der Kunde hat auf Anrufe zur Vertragserneuerung nicht reagiert. Der Inhalt der Einheit wird am 10.4.2075 auf der gewünschten Mülldeponie entsorgt. Kundendaten gelöscht. Okay, also Rechnung nicht bezahlt. Vielleicht ging es denen ja nicht so gut. Dafür lag aber hier gut Geld rum. Also lag halt hier Geld rum. Okay, 55. E9, pass auf, vielleicht 55. Oh, schwierig. Hier vielleicht 55. Auch nicht. 55, 55, E9. Das könnte funktionieren. Das hier. Und 7a E9. Oh, 824. Süß. Niedlich. Niedlich. Aber ich brauche Geld. Viel, viel Geld. Viel mehr Geld. Mehr, mehr, mehr Geld. Deswegen mache ich ja hier so diese kleinen Scheißaufträge. Wir könnten auch mal so ein paar von den Waffen irgendwie dann verkaufen. Wenn ich nicht ständig an chronischem Übergepäck leiden würde. Zerlegen und Fernkampfwaffen zerlegen. Revolver. Ja, lass mal kurz durchgucken. Das ist die, warte mal, Dynamite. Das ist meine, die ich habe. Das ist Johnnys Waffe. Ich wollte nur gucken, was ich verkaufen kann. Oder halt zerlegen. Um so ein bisschen Platz zu bekommen. Aber hier ist doch safe irgendwo eine Kamera, oder? Was habe ich jetzt gelatscht? Mann. Sie ist nicht gerade wie so eine Elfe unterwegs, ne? Informationen für Mitglieder. Informationen für neue Mitglieder der Revier-Kurier-Service-Familie. Liebe Mitarbeiter... Oh, jetzt gendern. Ich lieb's. Liebe MitarbeiterInnen, willkommen in der Revier-Kurier-Service-Familie. Ganz recht, Familie. Für uns ist das nicht nur ein Wort. Wir sind füreinander da und wir scheuen uns nicht, einander die Meinung zu sagen. Was immer auch passiert, wir halten zusammen. Ohne diese eisernen Prinzipien wäre RCS nicht das Unternehmen, das es heute ist. Wir sind einer der besten, innovativsten Arbeitgeber in Night City. Wir schätzen Flexibilität, Ehrgeiz, Kreativität und die Fähigkeit, unter Zeitdruck zu arbeiten.
Kampferfahrung ist von Vorteil. Vergessen Sie nicht, dass all unsere Angestellten Trainings absolvieren dürfen, um ihre Fähigkeiten zu stärken. Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen. Wichtig, als Fahrerin tragen Sie nicht nur die Verantwortung für die korrekte Auslieferung von Waren, sondern sind auch für Sicherheit und Zustand der Fracht verantwortlich. Verluste oder Beschädigung können zu Geldstrafen führen. Prüfen Sie vor Fortantritt zudem immer die Funktionstüchtigkeit Ihrer Waffe. Also, das ist ja auch irgendwie so durch die Hintertür gesagt, von wegen, wir bieten dir ein freiwilliges Training an, aber wenn mit der Ware was passiert, haftest du. Dann ist es ja schon wieder so aufgezwungen, so nach dem Motto, okay, gut, nutze das Training, sonst, ne? Laufe ich jetzt hier hoch? Oh, warte mal, da ist eine Kamera. Ah, sie sieht mich. Da, sie sieht mich. In einer anschließenden Rede gratulierte Bürgermeister Holz. Ich hasse sie. Reinigungsmaschine. Bam, bam, bedam, bam, bam, dedam. Also hier gibt es ja mehrere, hier gibt es viele Kameras. Ich weiß halt nicht, ob das klug ist, wenn wir jetzt gleich hier unten reinlatschen. Hier wird es ja sicherlich noch mehr Kameras als nur eine geben. Oder ob wir halt erst da oben lang laufen und von oben irgendwie versuchen, Kameras auszuschalten. Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen klüger. Warum sind denn hier zwei in dem Raum? Und aus! Ist sie noch aktiv? Schüsse unbekannt. Jetzt ist sie aus. Jetzt ist sie aus. Da gehe ich kein Risiko ein. Geld. Haben will. Stressball brauche ich. Essen brauche ich auch. Stressessen. Aus. Neues Magazin erkannt. Nachricht an Nutzer. Danke, Chumba. Ah, danke, Chumba. Geil. Der redet so wie. Wie hieß er? Wie Jackie. Also, was finden wir hier? Nichts Neues. Nein. Nachrichten. Wichtig. Luther Babcock an Burak Demiroren. Ich habe gerade die Jacken aus Bangladesch bekommen. Wie schon gesagt, keine davon darf verloren gehen. Sorg dafür, dass die hinterfotzigen kleinen Wichser aus deinem Lager das kapieren. Mir ist klar, dass meine Stimme versagt. Mir ist klar, dass manchmal Dinge bei euch verschwinden. Aber diesmal darf das auf keinen Fall passieren. Die Jacken sind mehr wert, als du glaubst. PS, grüß Tom von mir. Meine Frau fragt nach dem Rezept von letztens. Wir müssen uns wiedersehen. Validierung. Shin Kua Washington an Logan Rice. Logan. Sie stirbt einfach. Logan, sag den anderen, dass ab heute jeder Fahrer vor Schichtbeginn seinen Ausweis validieren muss. Wenn nicht, können sie die Autos nicht starten. Ist nur Sicherheit. Ist nur zur Sicherheit. Das heißt, wir suchen vielleicht noch einen Ausweis. Den wir vielleicht von einem der Mitarbeiter irgendwie aus den Taschen rausklauen können, damit wir das Auto gestartet bekommen. Genau. Verschaffe dir über den Hauptcomputer Zugang zum Lieferwagen. Ah, so rum. Gut, also suchen wir den Hauptcomputer. Unterwegs. Vincent Apisa an Schotter Kosugi. Hey, Schotter, ein Wagen voller Zutaten für deine Glitterproduktion ist Richtung Little China unterwegs. Ravinji Street. Kannst du deinen Leuten sagen, sie sollen ein Auge drauf haben? Das Zeug sollte lieber nicht ohne Wachschutz durch die Gegend kutschiert werden. Okay. Du machst dir zu viele Sorgen. Ich schicke niemanden. Sorg dafür, dass der Wagen wie ein stinknormaler Lieferwagen aussieht. Wachschutz zieht nur Aufmerksamkeit auf sich. Und das wollen wir nicht. Also hier krasse, dubiose Geschäfte am Start. Und dann die Mieter aber nicht zahlen. Das gibt's ja nicht. Das hier wird doch nicht. Da ist noch eine Cam aktiv. Finde ich die jetzt gerade? Ist die unten oben? Da. Aber ich glaube, da ist noch eine. Ja, da hinten ist noch eine. Ja, da ist sie aus. Also... Wir können trotzdem mal gucken, ob die nicht auch irgendwie Zeugs bei sich haben. Gut, das war jetzt nichts Sinnvolles. Irgendwo muss hier hinten... Da ist noch eine Kamera. Hier. Nee, warte mal.
Nee, irgendwo muss noch ein. In dem Raum vielleicht. Unten drunter? Da in dem Raum ist wahrscheinlich noch ein aktiv. Oder hier unten drunter? Eigentlich sieht es aus wie hier jetzt unten drunter. Und es hört sich an, als wäre hier noch jemand. Hier ist keine Kamera, oder? Nein. Nein. Ja, ich laufe jetzt erstmal so ein bisschen durch die Gegend. Ja, einer ist da noch. Um mir einfach... Ah, warte mal. Der ist zu sehr auf Distanz. Einfach mal so ein bisschen noch rumzugucken. Was wir hier so finden. So, ich glaube, hier sind noch Kameras. Ich glaube, da gehen wir später mal raus. Hier in dem Raum war jetzt nichts mehr, ne? Ganz viel Kisten und Schüssel, aber nichts weiter, was wir noch gebrauchen können. Boah, ne? Ich könnte die ganze Zeit nur rumniesen. Boah, das kitzelt so. Es kitzelt die ganze Zeit hier oben. Ich hasse das. Übergepäck hasse ich auch. Mann, das gibt's doch nicht. Unity. Alof, NC. Ich glaube, so eine habe ich schon mal abgelegt. Die fand ich halt auch fancy. Die behalte ich auf jeden Fall. So. Wo ist denn die andere Kamera? Das gibt's doch nicht. Oben, unten? Also ich sehe gerade keine. Wir werden es ja hören. So große Hallen sind ja auch echt schwierig, ne? Weil... Waren wir hier schon drin? Ja. Ja. Weil, wenn da eine Kamera irgendwie dich erfasst oder so, ist halt auch echt blöd. Ist halt so ein großer offener Platz, da hast du kaum irgendwie Möglichkeiten, dich zu verstecken. Wobei, hier gibt es ja schon so ein paar Plätze. Da oben. Oder? Ah, ich bin mir nicht sicher. Ihr wisst ja, ich gucke mal gerne in die Ecken, dass man möglichst alles irgendwie mitnimmt, was es so zu holen gibt. Ist hier noch eine Kamera irgendwo? So, safe noch eine Kamera irgendwo. Lagerraum. Okay, was liegt hier alles? Kabelzeugs, aber nichts drin. Was? Ich wollte schon sagen. Aber nur... Moment. Aber da war kein Symbol irgendwie zu sehen. Aber 2,7 oder irgendwie sowas, wenn ich es jetzt richtig aus dem Augenwinkel gesehen habe. Ist gut, nehmen wir mit, brauche ich. Habe ich doch gleich wieder Übergepäck. Goldkette, die mir wieder 3 Euro Dollar bringt, mehr nicht. Weil Gold hier ja keinen Wert mehr hat. Auch faszinierend. Wobei man eigentlich glauben müsste oder eigentlich denken würde, dass Gold so das ist, was am Wert stabilsten ist, ne? So heißt es doch zumindest immer irgendwie. Okay, wir laufen jetzt nach hinten rein. Ich habe safe noch ganz viele Sachen übersehen. Ich weiß, das mit dem Rucksack nervt mich gerade selber. Weg damit. Können wir nicht noch das mal weg damit. Und... So. Mann. Aber hier war ich doch gerade schon drin, oder? Sie läuft da rein, als wäre sie gerade zum ersten Mal in diesem Raum. Mann, hier rein. Aber ist hier eine Kamera? Nee, aber in dem Zimmer danach, glaube ich. In dem Zimmer ist noch eine drin. Okay, pass auf. Dann verbinden wir uns erstmal. Gucken, ob wir da noch was holen können. Oh, ist sowas langes. E91CBD55. Also E91CBD. Das würde passen. Ist nur die Frage, welches? Wir könnten dann auf 7a... F
632. Also viel gibt's ja hier jetzt nicht so zu holen. Aber Kleinvieh. Oh, Scharfschützen, das ist gut. Kleinvieh macht auch Mist. Wir werden es erstmal ganz normal benutzen. Lokales Netzwerk. Wir werden jetzt die Kameras offline schalten. Wichtig. Okay, Validierung und unterwegs. Dann werden wir jetzt uns autorisieren. Steig in den Wagen. Machen wir so. Kameras sollten jetzt eigentlich alle aus sein, wobei die eine sieht immer noch voll aktiv aus. Gucken wir gleich mal. Bam, bam, didam, bam, bam, didam. Serverraum. Es sieht so aus. Aber ist hier nichts drin? Doch, ich wollte schon sagen. Geil. Dieser Raum hat sich, glaube ich, gelohnt. Was habe ich jetzt bekommen? Das da, ne? Geil. Legendäre Smart-Pistole. Aber ist die wirklich viel besser? 355. Ja, okay, so viel ist jetzt auch nicht. Also es ist eine Smart-Waffe. Ich vergleiche die gerade nur mal so ein bisschen mit dem Mallorian. Da haben wir nämlich eine Power und hier eine Smart-Waffe. Ziele werden von zielsuchenden Mikroprojektilen verfolgt. Die finde ich ganz gut. Freier Mod-Slot. Einen Mod haben wir noch drin auf jeden Fall. Okay, finde ich ganz cool. Aber wir haben Übergepäck, ne? Das war jetzt immer noch unser Problem. Okay, wir müssen was rauswerfen. Nehmen wir doch die Crusher hier raus. Und ich habe bald nicht mehr so viel, was ich rauswerfen kann. Ach so, nein, 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 nein. Ich muss auf jeden Fall danach irgendwie ins Lager rein. Gut, das hat sich gelohnt. Richtig gut. Können wir sonst noch irgendwo rein? Nö. Steig in den Wagen. Aber wir waren doch jetzt noch nicht überall drin, glaube ich. Oder? Haben wir schon alles gesehen? Hier sind noch ein paar Leute. Nicht zu viel einsammeln, nicht zu viel einsammeln. Ich sehe das doch gleich. Gleich zu viel wieder. Also, ich sehe noch ein paar Kreuzer. Vor allem sollten wir draußen auch noch mal gucken, vielleicht. Hier liegt noch Cash rum. Das kann ich bestimmt wieder. Doch, kann ich einsammeln. 31! Kleinvieh macht auch Mist, siehst du. Und so lohnt sich die Mission. Wir kriegen ja noch Missionsgeld auf jeden Fall. Kriegen wir auch noch. So, pass auf. Ja, ja. Wer hupt denn da ständig? Mann! Aber die können wir, warte mal. Welche waren das jetzt? Die hier. Weg damit. Gleich raus. Also, warte mal. Laufen wir jetzt einfach gleich zum Lieferwagen? Ja, pass auf. Wir haben eh keinen Platz mehr. Im Inventar. Okay, fahre den Wagen zum angegebenen Ort. Pass auf, da wird wahrscheinlich jetzt wieder ein bisschen was passieren, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht werden wir verfolgt. Vielleicht auch nicht. Wie komme ich denn jetzt am besten raus? So, ne? Oh, warte mal. Halt, stopp, hier sind noch Sachen. Ich weiß, ich habe gleich wieder Übergepäck. I know. Aber ich muss es einfach tun. Und einsteigen. Yeah, the news says it's High Rider extremist. Lunar Separatist pushing back on ESA expansion on the moon. Das erste Mal, dass jemand Englisch spricht. But of course,
not really what's going on here. Never is. Now I've got friends in. Wer ist denn Mike? Den habe ich ja noch nie gehört. Oh, ist voll die Radiostimme. See, a few weeks ago, a Militech espionage team infiltrated an Arasaka base in Marinium. Ach krass. They were there because of unusual seismic activity at the base. It's an indicator that. Warum ist es Englisch? Sind hier schon Radiosender drin? Was haben die für einen Radiosender drin? Regal is just a fancy name for Morrow Rock. Okay, den haben wir noch nie drin gehabt, ne? So what do they find, you ask? Only a partially completed and totally unauthorized mass driver. That's a big rock thrower. It's really good for getting cargo materials back down to Earth. Ein bisschen langsamer. And also, as we learned in the last war, it's a great way to drop rocks on cities. So you might not know die Fracht. New mass drivers are strictly regulated by international treaty, and they're prohibited under use contracts. The ESA has the ultimate high ground advantage in any Earth conflict, with their own Tycho and Copernicus mass drivers. And they really don't want anyone else having that same advantage. Especially Arasaka. So, my friends in the know tell me that Militech seems to have fed that information about Arasaka's secret mass driver to the ESA committee in advance of Arasaka's upcoming lunar contract renegotiations. And they keep their okay, Mike, ich höre deine Stimme zwar sehr, sehr gerne, aber es reicht. Gut, Regina. Ben ist angekommen. Das war ein Paradebeispiel für einen perfekt ausgeführten Job. Eins mit Sternchen. Danke. Aber da geht's mir doch auch gleich echt kacke. So fühle ich mich auch so ein bisschen gerade. Genau so fühle ich mich auch gerade. Wir müssen irgendwie nach Hause. Wir müssen auf jeden Fall nach Hause. Wir haben Übergepäck. Werde ich jetzt das ein bisschen aufräumen? Ich glaube ja. Pass auf, warte mal. Rucksack. Das hier wegwerfen. Und damit soll das gehen. Der Relic hat schon wieder Spaß gemacht, ne? Okay, Ladies and Gentlemen. Da sind wir. Irgendwo in der Pampa. Pass auf, wir müssen jetzt wirklich mal erstmal nach Hause fahren. Und wir werden uns zu diesem Zwecke auch nicht ablenken lassen durch irgendwas. Erstmal schnell die Karre rufen. Ich weiß nicht, ob die bis hierhin auf den Hof gefahren kommt. Nee, ich glaube, die steht da vorne. Dann fahren wir halt erstmal schnell nach Hause. Und legen mal so ein bisschen Zeugs weg. Einsteigen. Jetzt. Sofort. Ehe wir uns auf in die nächste Mission machen. Das hat ja jetzt, glaube ich, ja, kohletechnisch nähern wir uns wieder. Rennen wir doch nicht ins Auto, Mann, blöde Kuh. Ich möchte einfach dieses Auto haben. Mann. Und immer wieder gebe ich mein Geld aus. Wir hätten es wahrscheinlich schon längst haben können. Wenn ich mir nicht immer wieder was kaufen würde. Harte Realität. Okay, fahren wir nach Hause. Wir waren schon ewig nicht mehr zu Hause. Hoffen wir, dass es Katze gut geht. Sind wir zu Hause. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Yes. Über Allison. Na, ich hätte abbiegen müssen, ich hätte abbiegen müssen, ich hätte abbiegen müssen. Raus! Flucht! Direkt vor NCPD machen, so ein Quatsch, ne? Ich lieb's. So, da oben wohne ich. Wir können mal gucken, ob wir Junk haben, den wir verkaufen können. Das können wir schnell machen. Falsch.
Also, ich möchte bitte Junk verkaufen. Alte Dose. Blutiges Messer. Feuerzeug. Goldkette. Nee, die Kerzen behalte ich. Kondome, Platten. Den Stressball verkaufen wir noch. Tattoo-Nadel. Und... welche Zigarettenschachtel finde ich schöner? Die finde ich schöner. Das sind die, die ich immer behalten habe. So. Bei den Waffen. Ehe wir da irgendwas verkaufen. Und auch bei den Klamotten gucke ich erstmal, was wir so bei uns wegpacken. Zack. Mach keinen Ärger, sei der Ärger. Was? Mach keinen Ärger, sei der Ärger. Mr. Stunt. Härter als dein Leben. Dauergeil. Diesem Teil. Dauergeil mit diesem Teil. Wir können dann mal unsere Kontakte so ein bisschen durchforsten. Das wäre noch so eine Idee, die ich habe. Aber jetzt latschen wir jetzt mal raus. Was sagt denn? Was sagt denn? Gerade einmal was gucken. Also, Ladies und Gentlemen. Ah, 4.06 Uhr. Ich habe schon überlegt, warum hier so wenig los ist. Es könnte an der Zeit liegen. Katze, ich bin wieder zu Hause. So, wo sitzt sie denn, mein Schmusetier? Wo ist es denn? Katze? Katze? Weggerannt. Kein Futter mehr. Doch, sie hat Futter noch, aber wo sitzt sie? Wo sitzt Katze? Oh, in der Dusche. Oh nein, du hast Durst und trinkst das Duschwasser. Ich bin die schlechteste Katzenbesitzerin der Welt. Meine Katze muss Duschwasser trinken. Aber ist ja geil, dass sie ständig irgendwas anderes macht. Na, Katze? Wenn ich jetzt die Dusche anmache, wäre das fies, oder? Also, ich könnte jetzt nicht duschen, weil Katze sonst nass wird. Meine kleine Allergikerkatze. Kann sie, glaube ich, auch nicht anmachen, ne? Weil Katze da sitzt. Okay, gut. Na, Muschimusch? Trinkst du das Duschwasser? Mutti ist wieder zu Hause. Mutti muss mal ein bisschen Zeugs hier jetzt aus dem Dings rauspacken. Hey, so, Gentlemen, ich glaube, die Wie geht jetzt mal eine Runde pennen. Und wir sehen uns, wenn ihr mögt, das nächste Mal wieder. Wenn wir ein bisschen was aus dem Inventar rauspacken und gucken werden, was wir als nächste Mission starten, machen, tun werden. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann auch wieder mit am Start seid, wenn ihr ein bisschen Entertainment und Abwechslung hattet mit dieser heutigen Folge. Und... wenn ihr Bock aufs nächste Mal habt, liegt da ein Stück Burger oder ein Stück Fleisch auf dem Boden? Oder hat Katze da hingekackt? Ich weiß nicht, was es ist. Ja, es ist ein halber Burger, ne? Alter. Es ist wie so eine Messi-Wohnung irgendwie so ein bisschen. Aber gut, man kennt so, ne? Schon so ein halber Burger auf dem Boden. Ja, also. Sehr, sehr gerne bis zum nächsten Mal und bis dahin. Genießt es und genießt den Tag, den Burger nicht unbedingt vom Boden und seid ein wenig dirty, aber nicht mit Burger vom Boden.